Im folgenden Video geht es um eine Institution, die eigentlich für unsere Sicherheit sorgen sollte, die aber in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten ist: der Verfassungsschutz. Was seine Aufgaben sind, warum er von vielen Leuten als ein Teil des Problems mit Rechtsextremen gesehen wird und was das alles mit den Morden des NSU zu tun hat, beantworten wir in diesem Video. Was ist das Bundesamt für Verfassungsschutz? Es gibt insgesamt drei Geheimdienste in Deutschland: den Bundesnachrichtendienst BND, den Militärischen Abschirmdienst MAD und zuletzt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dieses wurde kurz nach der Unabhängigkeit Westdeutschlands im Jahr 1950 gegründet. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es, Feinde der Demokratie, die an der Abschaffung der freiheitlichen Grundordnung arbeiten, zu beobachten und Informationen über sie einzuholen. Das Amt hat seinen Sitz in Köln und beschäftigt offiziell über 3000 Menschen. Ihm steht ein Budget von 350 Millionen Euro im Jahr zu. Offiziell untersteht es dem Ministerium des Inneren, geleitet wird es aber mehr oder weniger autonom von einem Präsidenten. Wofür sind die Landesämter gut? Weil es schwierig ist, die Arbeit für ganz Deutschland komplett aus Köln zu organisieren, hat jedes Bundesland entweder eine eigene Abteilung Verfassungsschutz im Innenministerium oder gleich ein Landesamt für den Verfassungsschutz. Die Landesämter sind angewiesen, sich in regionale Strukturen von potenziellen Feinden der Demokratie Doppelung einzuklinken und sie zu beobachten. Dazu zählen neben Islamisten auch Neonazis und Linksradikale sowie bestimmte unter Terrorverdacht stehende Gruppen, zum Beispiel die PKK. Was sind V-Leute? V-Leute sind entweder Polizisten, die sich in einer bestimmten Szene tarnen, oder es werden Menschen aus der Szene direkt angeworben, die dafür Geld oder Straffreiheit in Prozessen bekommen. V-Personen werden dafür bezahlt, der Polizei sensible Informationen zu beschaffen. Das V steht in diesem Fall für Vertrauen. Was diese Mitarbeiter angeht, ist man beim Verfassungsschutz natürlich darauf bedacht, dass sie nicht zu schnell enttarnt werden. Etwa 100 arbeiten alleine in Berlin daran, die Islamisten, die Linken und die Nazis auszuspähen. Um V-Leute gab es immer wieder handfeste Skandale, weil diese den Behörden, vor allem in der Nazi-Szene, meist kaum brauchbare Infos lieferten, aber massenhaft Kohle abkassierten. Was waren die größten Skandale des Verfassungsschutzes? Wie bereits angedeutet, hat der Verfassungsschutz schon öfter für negative Schlagzeilen gesorgt. Er sei von rechts unterwandert und ineffektiv, hätte zu sehr die Linken und zu wenig die Rechten und Islamisten auf dem Schirm. Wir haben mal die größten Skandale in der Geschichte dieser Institution recherchiert. Wirtschaftsspionage 1953. Bereits drei Jahre nach der Gründung des Verfassungsschutzes kam es zum ersten handfesten Skandal, der beinahe direkt wieder für die Auflösung gesorgt hätte. Man saß damals einem schwindelnden Überläufer aus dem Osten auf. Dieser hatte behauptet, es gäbe einen sowjetischen Spionagering in West-Berlin, woraufhin 30 Menschen verhaftet und verhört wurden. Die Geschichte stellte sich später als dreiste Lüge heraus und die noch junge Bundesrepublik hatte ihren ersten handfesten Spionageskandal. Otto John. Nur ein Jahr später setzte sich kein Geringerer als der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Otto John, in den Osten ab. Oder er wurde entführt. Dies ist bis heute noch nicht so richtig geklärt. Ein Jahr später gelang ihm die Flucht zurück in den Westen. Er behauptete zeitlebens, er sei gegen seinen Willen nach Ost-Berlin gebracht worden. Molotow-Cocktails an Studenten. Einer der berühmtesten V-Männer in der Geschichte der Institution war Peter Urbach. Am 11. April 1968 fand eine große Studentendemo gegen den Axel Springer Verlag statt. Dort versorgte er die linken Demonstranten aus einem großen Weidenkorb mit etwa einem Dutzend zündfertiger Molotow-Cocktails. Außerdem zeigte er den Protestlern, wie Autos umgekippt werden konnten, damit das Benzin aus dem Tank lief. Dies führte mit zur gewalttätigen Eskalation der Demonstration und zum Abbrennen mehrerer Lieferwagen des Verlags. RAF – False Flag Stasi-Knast. Am 25. Juli 1978 sprengten Unbekannte ein Loch in die Außenmauer eines Hochsicherheitsgefängnisses in Celle. Es sah so aus, als hätten die Terroristen der RAF einen Anschlag ausgeübt, um ihren Genossen Sigurd Debus zu befreien. In Wahrheit war dies jedoch eine verdeckte Aktion des niedersächsischen Verfassungsschutzes. In die Zelle von Debus waren vorher Ausbruchswerkzeuge geschmuggelt worden. Debus wurde daraufhin streng bestraft und nahm sich ein paar Jahre später bei einem Hungerstreik das Leben. 1986 wurde bekannt, dass nicht linksradikale Terroristen für den Anschlag verantwortlich waren, sondern V-Männer des Verfassungsschutzes und die GSG 9. Deren Ziel war es, einen Spion in die Terrororganisation einzuschleusen. Bestraft wurde dafür bis heute niemand. Hätte der Verfassungsschutz etwas mit dem NSU zu tun? Über 30 V-Leute waren im Umfeld des NSU-Trios aktiv, das für 10 Morde vor allem an wahllos ausgewählten türkischen Einwanderern verantwortlich gemacht wird.
Einige von ihnen gaben mehrmals Hinweise auf die Mörder, doch niemand ging ihnen nach. Deswegen und weil noch nicht geklärt ist, ob vielleicht auch die drei Neonazis selbst für den Verfassungsschutz arbeiteten, setzten Bund und Länder mehrere Untersuchungsausschüsse ein. In diesen konnten die Geheimdienstler die Vorwürfe nicht ausräumen. Im Gegenteil kamen immer mehr bestürzende Details zutage. So wurden beim Thüringischen Landesamt für Verfassungsschutz massig Akten geschreddert und das kurz nachdem die Bundeskanzlerin volle Aufklärung versprochen hatte. Der größte Skandal spielte sich jedoch in Hessen um Andreas Temme ab. Hier zeigt sich, wie nah der Verfassungsschutz tatsächlich am NSU dran war. Wer ist Andreas Temme? Andreas Temme war schon in seiner Jugend als Neonazi bekannt. In seiner Heimatstadt bekam er den Spitznamen Klein Adolf. Er wurde vom Verfassungsschutz als Informant angeworben und war anwesend, als am 6. April 2006 Halit Yozgat in einem Internetcafé in Kassel erschossen wurde. Als einziger Anwesender will er nichts von der Tat mitbekommen haben, obwohl er am sterbenden Halit vorbeigelaufen war. Temme galt als dringend tatverdächtig und auch diverse Telefonate mit dem Verfassungsschutz deuteten darauf hin, dass alle Beteiligten schon vorher von dem Mord wussten. Angeklagt wurde er jedoch nie und obwohl ein neues Gutachten beweist, dass er den sterbenden Halit gesehen haben muss, wird er vom Verfassungsschutz gedeckt. Brauchen wir den Verfassungsschutz? Eine Institution, die potenzielle Terroristen im Inland überwacht, ist keine schlechte Idee. Schließlich gibt es gefährliche Islamisten, Neonazis und Linke. Die Ämter für den Verfassungsschutz sind allerdings zu einem unkontrollierbaren Staat im Staate geworden. So sorgte das Hessische Landesamt für einen riesigen Skandal, als sie die Akten zum Fall des dringend am Mord von Kassel-Verdächtigen Andreas Temme für unglaubliche 120 Jahre unter Verschluss brachte. Was haltet ihr vom Bundesamt für Verfassungsschutz? Verratet es uns in den Kommentaren.